Hi Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Schachvideo hier in der Lagune. Und ich möchte auch dieses Wochenende natürlich, oh, das war groß, in diesem Video hier natürlich euch auch mit einem schönen Spiel unterhalten. Und wir machen mal wieder 15 plus 10, Leute. Das ist nicht zu lang. Ich habe kein Getränk, außer noch ein kleines bisschen Rest Wasser. Oh, und der Gegner ist gut gewertet. Das kann ja was werden. Nee, also ich mein's ernst jetzt. 15 Sekunden. Und es geht los. Wie ihr wisst, halte ich erstmal ganz gerne dagegen. Oh, jetzt könnten wir hier annehmen. Machen wir mal. Ich kenne mich nicht gut aus mit dieser Eröffnung, das sage ich schon mal vorab. Deswegen müssen wir jetzt leider schon ein bisschen rechnen. Extrem offener König. Ich muss mal eben gucken, ob mir das in irgendeiner Form helfen könnte. Ich glaube noch nicht. Was mache ich, wenn er hier näher kommt? Ja. Wollen wir mal am Anfang nicht allzu viel Zeit vergeuden? Aber hier den Läufer schon mal befreien, das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ich habe zwei Felder jetzt für den Springer. Ja. Mal schauen, was jetzt passiert. Wollen wir vielleicht mit der Dame? Ich habe nicht ernsthaft damit gerechnet, den Bauern hier zu behalten. Aber es gibt natürlich, weiß jetzt schon, eine gewisse Entwicklung. Alles noch kein Problem. Jetzt könnte ich vielleicht sogar. Den Springer hier ganz gut entwickeln. Den, ja, den kann er nicht schlagen. Kann natürlich jetzt hier rangehen. Sieht nicht so gut aus, aber könnte funktionieren. Ich weiß es noch nicht so ganz. Wieder mit Schach. Also das Schach hier finde ich immer noch ganz attraktiv. Oh. Schach. Er schlägt. Ich schlag zurück. Vielleicht. Okay, er wollte hier den Bauern decken. Interessant. Ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, hier abzutauschen. Ich glaube, ich mache das. Gucken, was ihm einfällt. Er sollte jetzt eigentlich schlagen. Und dann muss ich mal überlegen, wenn ich mit dem Läufer zurückschlage, ist wieder Schach, nur dann wird der Läufer natürlich wieder vertrieben. Wenn ich mit dem Springer schlage, könnte hier noch eine schöne Gabel kommen. Also ich spekuliere ein bisschen darauf, aber das wird er wahrscheinlich sehen. Er ist ein bisschen zu gut geratet. Aber was könnte er denn machen? Er könnte jetzt rochieren, ne? Das wäre das Beste. Trotzdem gewinne ich den Turm. Das ist gut. Ich glaube, ich habe das gut gespielt. So, holen wir uns erstmal eine Qualität und das Lustige ist, mein Pferd überlebt das sogar jetzt erstmal noch. Schach.
mal diese Schachs. Gehen wir mit dem Läufer da, davor, würde ich sagen. Ich muss gleich irgendwie einen Weg finden, mit dem Springer wieder zurückzukommen. Okay, wir tauschen ab. Okay, wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr zu rochieren, was schade ist. So, hier sollten wir jetzt wahrscheinlich abschließen. Sollen wir das machen? Das ist nicht so dolle. Ist erstmal Läufer dazwischen. Ist das überhaupt so ein Problem? Er schlägt, ich schlage halt hier zurück. Aber er, ja, es ist eigentlich noch irgendwie alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ich könnte mir jetzt eigentlich die Zeit nehmen, hier noch einen Zug zu machen. Soll ich einfach den Läufer entwickeln? Es sieht ein bisschen. Ich will den König eigentlich nicht so weit ins Feld reinlaufen lassen. So. Also, ja, können wir machen, glaube ich. Greifen wir hier vielleicht auch noch einen an. Was ist, wenn er nach vorne zieht? Habe ich es auch noch nicht so richtig durchdacht, was jetzt ist. Ich glaube, es geht noch halbwegs klar, ne? Jetzt könnten wir den hier sogar einfach mal nehmen. Schach. Ja, das wäre unangenehm, ne? Also ich müsste hier weg. Könnte weiterschlagen. Das darf ich jetzt nicht zulassen. Okay, wir schlagen, schlagen. Das ist schon ganz gut, denke ich. Das hier droht jetzt auch. Unangenehm. Was mache ich? Na, ich sehe noch nicht so richtig was. Deckung möchte ich jetzt nicht aufgeben. Wir gehen nach vorne. Er springt hier hin und macht das Gleiche mit mir, was ich gerade mit ihm gemacht habe. So, wir gehen hier raus. Er schlägt hier. Okay, dann kann ich da schlagen. Er schlägt hier. Ich schlag da. Ja. Lange überlegt jetzt. Könnte okay sein. Ich flüchte. Er schlägt hier rein. Wir tauschen ab. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Aber ich bin zweifellos in der Defensive. Na, ich habe jetzt einen Bauern verloren. Mal schauen, ob ich irgendwann in diesem Leben den Läufer hier noch mal wegbekomme und
das Pferd wieder ins Spiel bringen kann. Also den Springer so in der Ecke zu haben, ist halt auch einfach nicht schön. So, das war gut gespielt. Irgendwie eine ziemlich verzwickte Situation. Was ist denn mit einer Attacke hier hin? Kann ich den Springer hier irgendwie fangen? Da kann er nicht hin, da kann er nicht hin. Hier kann er halt schon schlagen, ne? Soll jetzt cool bleiben. Ich könnte auch jetzt sofort hier attackieren, ne? Schach schlägt zurück. Der ist halt Schach. Ich muss zurückschlagen. Schlägt. Ich schlage da. Falls er hier schlägt, kann ich mit dem Turm da schlagen. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Droht hier irgendeine Gabelung? Nee, ne? Ich finde es sehr kompliziert. Also, damit könnte ich rechnen. Wenn er dann so schlägt, dann muss ich ja erstmal so wieder schlagen. Er schlägt so zurück und ich kann auf jeden Fall am Ende noch seinen Springer abgreifen. Also meines Erachtens, egal für welche Reihenfolge er sich jetzt entscheidet, es sieht jetzt erstmal alles so irgendwie halbwegs machbar aus. Ich hätte jetzt am meisten Sorge, dass er noch die anderen Figuren ins Spiel bringt. Weil ich kann die Situation jetzt auch recht schlecht entschlüsseln. Ja gut, ich könnte jetzt erstmal seinen Springer schlagen. Das ist das Gute. Ich habe jetzt hier erstmal eine ganz klare Bedrohung. Und die kann er jetzt auch erstmal nicht verteidigen. Insofern entweder Schach oder er tauscht jetzt ab. Und dann muss ich mit dem Bauern hier rein. Und egal, was er dann macht. Ja, okay. Schach müssen wir natürlich so schlagen. Geht nicht anders. Ich laufe jetzt nicht weg. Vielleicht davor stellen wir vielleicht irgendwie gegangen, aber nee. Die Bauern hier sind auch wahnsinnig gefährlich schon. Die müssen weg. Okay, er schlägt mit dem Bauern. So, jetzt würde ich hier schlagen. Und falls er eben jetzt hier weiter schlägt, habe ich den Turm zur Verteidigung. Also er nutzt es noch nicht aus, dass ich so stark hier auf dem Feld bin, aber gut. Er steht auch schlecht. Habe ich auch noch nicht besonders gut ausgenutzt, außer mit der einen Gabel. Weiß nicht, was das soll. Sollen wir mal Schach sagen? Kann nicht schlecht sein, würde ich sagen. Dann hier mal so ein bisschen noch was aufsammeln. Also ich würde ganz gerne den Bauern hier schnappen. Naja, ich habe zwei Türme. Also ich würde fast sagen, mein König hat etwas weniger zu befürchten, weil einfach Weiß nur einen Turm hat. Aber ist nur so ein Gefühl. So, schlagen wir jetzt den schon? Oder denken wir uns noch was aus?
Vielleicht fordern wir jetzt auch erstmal den Läufer heraus. Kann er mir hier zu einer Bedrohung werden? Nicht so direkt. Er könnte natürlich jetzt hier decken. Was ist, wenn er hier Schach sagt? Ich dahin, ne? Ja, Bauer ist ein Bauer. Mit Option noch einen zusätzlichen Bauern zu bekommen. Er sagt Schach. Es war halt meine Idee, hier hinzugehen. Ja, jetzt ist er gedeckt. Das war ein bisschen dämlich. Obwohl, Quatsch. Kann ich ja den Läufer schlagen. Alles gut. Spannendes Spiel, aber ich wittere gewisse Chancen. Vor allem, wenn er hier weggeht. Wenn er die Grundlinie verlässt, ne, dann mache ich richtig Druck. Okay, er schafft sich eine Fluchtmöglichkeit, deckt seinen Läufer. Alles sehr nachvollziehbar. Wollen wir mal wieder ins Spiel kommen? Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Er müsste auf jeden Fall auf der Grundlinie bleiben. Was ist, wenn wir erst den Läufer vertreiben? Dann wird er hier drohen. Mein Gefühl ist, wir sollten jetzt erstmal den Springer zurück ins Spiel holen. Jetzt kann er natürlich auch ganz gut Schach sagen. Da habe ich jetzt nicht so nachgedacht, aber so, was kann er hier für Schaden anrichten? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, hier hinzugehen. Ja, nee. So, so. Ja, genau, der ist gedeckt. Und der dann auch. Der ist sowieso gedeckt. Wollen wir lieber nach vorne gehen vielleicht? Macht mehr Sinn, oder? Das könnte aber hier eng werden. Hier hin. Aber was ist, wenn er dann dahin geht? Ich stehe hier. Dann sind die Felder für mich verborgen. Er macht hier irgendwie so einen Kram. Ja, könnte funktionieren. Das ist ja schon ein bisschen heikel. Vielleicht war das ein Fehler, aber das ist jetzt halt schon auch einfach Endspiel. Ich kann sowas einfach noch nicht so gut. Wichtig für mich ist erstmal, dass das hier gedeckt ist, dass ich aber auch hier gleich eine schöne Schachmöglichkeit habe. Jetzt nicht mehr so wirklich. Droht er irgendwas? Nee, ne? Er verhindert jetzt nur, dass ich hier auf die Grundlinie kann. Das war sicherlich nicht schlecht. Er hat jetzt nur noch ein Feld, das könnten wir abtauschen, ne? Das sollten wir vielleicht echt machen. Weiß nicht, ob er schlägt. Glaube ich eher nicht. Auf jeden Fall alles, was irgendwie jetzt Material abtauscht, ist von Vorteil für mich. Okay, ich habe nicht gesehen, dass der jetzt gedeckt ist. Aber jetzt könnte ich hier ganz gut hin, denke ich. Was soll da groß passieren? Der Springer kommt ja nicht hinterher. Er kann mit dem Turm da nicht gescheit rein.
Ja, auch noch mein Turm hier. Ne? Sagen, das ist noch alles safe. Ich habe auch keine andere Wahl, ehrlich gesagt. Also hier runter gehe ich lieber nicht. Ich gehe lieber nach vorne, denke ich. Mal schauen. Vielleicht schafft das mich hier irgendwie in die Enge zu manövrieren, ohne dass ich die Gefahr so richtig bemerke. Also, Problem ist auch, dass dieser Verteidigungszug sehr effektiv ist. Ich meine, jetzt im Moment könnte ich den schlagen. Aber naja, solange der Springer hier ist, habe ich auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Gut wäre für mich, wenn er hier hinspringen würde. Dann könnte ich hier wunderbar Schach sagen. Er müsste nach da oder nach da. Ha. Okay. Ich habe noch 7 Minuten, also ist noch genug Zeit. Ich wäre jetzt dafür, dass wir hier abtauschen. Weil ich dann doch auch einen Springer gewinne, wenn mich nicht alles täuscht. Figurenabtausch, Springer gewinnen. Plus 8, also das kann man aufgeben. Also einer dieser beiden Bauern fällt als nächstes. Nicht mitgerechnet. Also er gibt nicht auf. Macht es irgendwie Sinn, die Position abzuschließen? Sollten wir jetzt schnell unseren zweiten Turm ranholen? Was machen wir? Ich glaube, ich räume auf. Werden wir in der Analyse gleich sehen, ob das klug ist. Möglicherweise nicht, aber das wäre ein Abtausch zum Glück. Okay. Den kann ich ja gar nicht aufräumen, sehe ich gerade. Dann muss ich jetzt schlagen. Schließt ab. Jetzt könnten wir auch mal wieder Schach sagen. Viele Möglichkeiten hat er nicht. Ja, okay, gibt auf. Ja, sehr schön. Das war relativ routiniert, hoffe ich, zu Ende gebracht, aber es wird die Analyse gleich zeigen. Na, Mann, ich hätte es gerne zu Ende gespielt. Ich war mir noch nicht ganz sicher, wo das Matt hier liegt und ich wusste, irgendwo ist es. Aber ob man jetzt schon Schach sagt, ob man den Turm vielleicht eher abtauscht, das macht es ja erfahrungsgemäß einfacher. Dann kriege ich hier den Bauern und dann hat Weiß gar nichts mehr. Wahrscheinlich wäre das der bessere Weg gewesen. Das sieht so aus, als hätte ich nicht allzu viel anbrennen lassen. Das ist schon mal gut. Anfangs habe ich ja auch gesagt, die Eröffnung ist bei mir nicht ganz so firm. Vielleicht war das auch mein großes Glück, weil ich Weiß dann schnell auf eine Variante hier gebracht habe, die so unkonventionell ist, dass Weiß eben dann auch ein bisschen schick geschwommen ist. Das habe ich nicht als so wahnsinnigen Fehler empfunden, aber ich habe es so ausgenutzt, wie die Engine vorschlägt. Also das an sich ist kein schlechter Zug, wäre da nicht diese Drohung mit der Gabel. Deswegen sollte Weiß möglichst schleunigst da was gegen unternehmen. Also hat mich auch gewundert, dass einer, der mit 1-3 hier gewertet ist, das nicht sieht. Aber so war's. Und
Was sagt die Engine? Soll ich den Turm nehmen? Schon, ne? Nein, soll ich nicht. Ah, das ist interessant. Das ist durchaus jetzt ein guter, eine gute Lektion. Der läuft mir ja nicht weg. Ich habe immer so Sorge, ja, nachher macht er irgendwie so entwickelt hier und dann kann ich ihn nicht mehr schlagen, weil er dann vom zweiten Turm gedeckt ist. Aber offensichtlich hätte ich jetzt hier noch alle Zeit der Welt gehabt, hier abzutauschen und ja, okay, dann würde der Turm genommen. Gut, war, glaube ich, kein großer Fehler, den sofort zu nehmen, aber na gut, gut zu wissen. Vielleicht, nee. Ja, hier dieses Schach droht trotzdem. Egal. Ja, und das war's. Dann kriselt es zwar hier immer noch so ein bisschen auf und ab, aber ich würde sagen, dann ist das Spiel ungefähr so gelaufen, wie ich vermutet habe, und da war auch nicht mehr viel drin. Ich hatte ja hier bei dieser komplizierten Position, also hier oder ja, ich würde sagen, das hier. Hier hatte ich schon Bedenken. Da wusste ich nicht so richtig, wie komme ich aus der Nummer raus, weil ich wusste, der ist doppelt angegriffen, doppelt verteidigt. Aber naja, was ist, wenn hier der zweite, der Turm noch kommt? Und hier mit Schach. Da muss ich erst irgendwie was dagegen tun. Und ja, jetzt hat er geschlagen. Jetzt hat, ist auch hier die Ansage, ich soll zurückschlagen. Also diese Abfolge hier, die verlief dann auch so, wie sie sollte. Ja, da hatte ich auch das Gefühl, dass das ist kein guter Zug. Wobei, ah, interessant, ne? Die Engine musste ein bisschen überlegen, um auf meinen Zug zu kommen. So. Ja, und das ist es nämlich, ne? Hätte Weiß jetzt hier sich dazwischen geworfen, dann wäre sofort mein Springer angegriffen und der wäre weg gewesen. Mein Glück. So, dann habe ich mir auch diesen Bauern geschnappt. Da habe ich auch lange überlegt, soll das, ist das nötig sozusagen? Aber offensichtlich ja. Denn hätte ich das jetzt nicht gemacht, was wäre denn die Alternative gewesen? Was hatte ich denn noch so überlegt? Vielleicht, ach, keine Ahnung, irgendwas. Genau. Springer geht raus, dann ist hier schon mal direkt wieder die Attacke. Ja. Und meine Vermutung war ja, vielleicht geht der Läufer zurück und deckt hier diesen Bauern. Aber wie dem auch sei, Weiß hat diesen Springer einfach viel zu spät entwickelt. Und jetzt konnte ich mich sogar befreien. So, ah, okay. Engine schlägt vor, ich soll zurückgehen. Also möglicherweise, um hier nochmal zusätzlichen Schutz zu bieten. Kann ja sein, was weiß ich, was passiert. Na, ich weiß es nicht so ganz. Ich bin hochgegangen. Und da konnte auch nicht viel passieren. Der Abtausch war auch richtig. Figur gewinnen, ja. Das war gut, dass ich die Taktik noch gesehen habe. Ist natürlich nicht schwer zu sehen, aber trotzdem, dass der Abtausch mir hier erlaubt, den Springer anzugreifen, war im Prinzip der Siegesmove. Und dann war irgendwie klar, jetzt ist nur noch die Frage, wie gewinne ich. Aber dass ich gewinne, war dann schon ziemlich klar. Ich war auch ganz zufrieden mit der Zeit. Also da merkt man einfach, dass ich die Blitzspiele jetzt schon öfters mal gemacht habe. Und für mich mittlerweile 15 Minuten auf der Uhr total genug ist, um vernünftig nachzudenken. Insofern, da bin ich eigentlich auch ganz happy. So, über diesen groben Patzer hier bin ich nicht happy. Was ist da passiert? Komm, wir machen, lerne aus deinen Fehlern. Ah, das war ganz am Anfang. Dame E7, oh Gott. Ich wollte halt irgendwie sowas, ne? So eine Möglichkeit auf einen Doppelangriff haben. Aber es ist natürlich klar, dass mit einfachsten Mitteln Weiß was dagegen tun könnte. Insofern keine gute Idee. So, was stattdessen? Machen wir das? Nein. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas halt.
Ich weiß nicht, was besser ist. Ah, okay. Offensichtlich das hier. Ah. Ich hätte eine Figur entwickelt und hätte die Dame nicht so exponiert. Da hat die wirklich nicht viel geholfen. Das muss ich schon zugeben. Das war eine Ungenauigkeit. Okay, hier wollte ich den Springer vertreiben, was ich jetzt auch erstmal nicht schlecht finde. Auf den ersten Blick würde ich nicht sagen, dass der Zug so schlecht ist. Warum ist er schlecht? Ist mir nicht. Ach so, noch viel wichtiger. Ich wollte, dass der Turm eine Möglichkeit hat zu fliehen und tatsächlich musste ich die ja dann auch nutzen. Ja, was wäre die Alternative gewesen? Schon sofort Turm hier hin? Natürlich nicht. Ja, sorry, aber ich finde den Zug nicht schlecht. Springer an Rand. Sorry, aber ich weiß es nicht. Sorry, aber ich brauche mal eine Lösung. Ich soll echt den Bauern hier schlagen. Aber warum? Jetzt kommt der. Ah, das habe ich nicht gesehen. Naja, trotzdem, ich verliere die Qualität. Kann sein, dass ich ein bisschen Kompensation habe, aber. Und vielleicht, weil ich eh schon mehr oder weniger vorne lag, aber bei dieser Zugabfolge hätte ich jetzt einen Turm weniger gehabt. Also ich bin eigentlich mit meiner Lösung mit. Ich weiß nicht. Tja, ihr Lieben, da seid ihr wieder gefragt. Schreibt mir mal bitte, warum meine Variante hier H6 zu spielen keine gute Idee ist. Sondern hier dieser Abtausch passieren soll. Ja, okay, ist kein Abtausch. Ich gewinne erstmal einen Bauern. Gib wieder einen ab. Verliere jetzt eine Qualität. Okay, und jetzt deckt er den. Aber gut, der ist zweifach angegriffen. Wenn ich jetzt Lust hätte, könnte ich den holen. Ja, und ich habe eine freie Linie. Vielleicht ist das auch diese freien Linien so, die müsste man vielleicht auch mal mit in die Gleichung einberechnen. Und falls er jetzt hier schlägt und ja, dann droht hier halt irgendwann ein Abzug. Kommt zwar jetzt nicht, aber je nachdem, wie gut oder schlecht Weiß spielt. Ich weiß es nicht. Oh, noch ein. Ach, den Zug fand ich auch gar nicht schlecht. Leute, was ist denn los? Ich bringe meinen zweiten Turm ins Spiel. Ich fand das ganz gut. Der wurde ja dann auch richtig aktiv. Im Gegensatz zu dem hier. Ja, ich rate jetzt. Ich weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Doch wieder abtauschen. Natürlich nicht. Also, ich weiß nicht. Ich fand ihn zu gut. Viel mehr bleibt jetzt nicht mehr. Springer wieder ins Spiel und ich weiß, ich habe keine Ahnung. Lösung ansehen. Ja, okay, wie soll man auf sowas kommen? Also, den Läufer aus dem Angriff rausholen, also der ja angegriffen ist. Aber jetzt, was soll ich jetzt? Was habe ich davon? Ich habe keine Ahnung. Ja, mit dem Feature, ich muss da mit Jan oder so mal durchsprechen, anders. Anders verstehe ich diese Sachen nicht. Das sind hier zu kleine Nuancen so im Spiel, so dass. Diese Ungenauigkeiten, die kriege ich nicht richtig raus. Ich freue mich trotzdem, dass ich gewonnen habe. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und übrigens, wenn ihr gegen mich spielen wollt, guckt einfach mal bei LeeChess sporadisch, ob ich online bin. Ja, und wenn ihr mich dann herausfordert, gerne zu so einem Rapid-Spiel oder zu einem Blitzspiel oder zu beidem einfach. Und ich nehme dann an, was mir gerade besser passt.
Dann landet vielleicht auch mein Spiel gegen euch im Stream. Ich sage erstmal Tschüss und bis morgen.